Ja, wir wollen heute eine Wasserrakete starten lassen und haben uns schon einige Sachen überlegt. Also das heißt, wir haben uns abgestoßen voneinander, wir haben uns auf kleine Rollstühle gesetzt, wie die halt immer aussehen mögen, und haben uns gegenseitig praktisch mal einen schweren und mal einen leichten Menschen hier drauf gesetzt und haben uns gegenseitig voneinander abgestoßen. Wir haben eins gemerkt: Wenn wir sagen, dieser hier ist die Rakete und dieser hier ist der Treibstoff, immer gib ihm, dann haben wir uns Folgendes, das konnte man leicht durch Versuch rausbekommen. Erstens, damit die Rakete schneller wird, das war unser Ziel. Ziel, schnelle Rakete. Das war das Wichtige. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir mehrere Versuche. Rakete. Und zwar wichtig dafür, die Rakete muss leicht sein. Rakete leicht. So leicht wie möglich. Denn wir haben gesehen, ich als schwerer Mensch, ich war relativ schwer zu beeindrucken von dem Treibstoff. Und Treibstoff muss ganz schnell, aber richtig schnell, von der Rakete abgeschubst werden. Also Treibstoff muss schnell weggestoßen werden. Und noch was, wir haben das deutlich gemerkt, je massereicher der Treibstoff ist, umso besser bewegt sich die Rakete. Also Treibstoff muss massereich sein. Muss massereich sein. Wenn wir diese Bedingungen erfüllen, dann klappt das relativ gut. Dann müsste unsere Rakete auch schnell werden. Und das ist beim Prinzip Wasserrakete nämlich Folgendes. Ich nehme mal diese Wasserrakete jetzt bloß als Behälter. Hier Flügel dran. Wie kriege ich das hin, dass ich die Rakete so schnell wie möglich mache? Wir nehmen mal hier das hier als Düse. Das ist im Prinzip bloß eine PET-Flasche. Das ist nichts Besonderes, diese Rakete. Wenn ich die nur voll Luft pumpe, das werden wir dann draußen ausprobieren, dann habe ich hier auch einen hohen Druck drin. Das heißt, das Gas, was ich hier komprimiert, also zusammengequetscht habe, wird ziemlich schnell die Rakete verlassen. Da wird die Rakete auch fliegen, aber ich kann es gleich sagen, höchstens 2 Meter hoch. Das bisschen Luft, was ich hier reinpumpe, hat so wenig Masse, denn wie war die Dichte von Luft? Dichte von Luft ist 1,29 Kilogramm, immerhin, Achtung, aber pro Kubikmeter. Die Dichte von Wasser, und dann komme ich gleich auf den Trick, ist aber 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Das heißt, Luft ist ungefähr ein Tausendstel, also von der Dichte her ein Tausendstel von Wasser. Wenn ich jetzt aber hier in meine Rakete Wasser reinfülle und jetzt von hier unten Luft reinpumpe und diese Luft hier richtig stark zusammenpresse, dann habe ich hier auch zusammengepresste Luft drin. Das ist schön. Aber die wird zuerst, weil das Wasser ja viel schwerer ist, also viel dichter ist, muss man ja korrekt sagen, die wird zuerst das Wasser rausdrücken. Und damit habe ich einen tausendmal höheren Schub. Wenn ich jetzt sage, Luft wäre 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter, pro Kubikmeter, dann ist dieses Wasser tausendmal schwerer. Deswegen sage ich rund tausendmal. Es wird nicht ganz tausendmal sein. Das heißt also, meine Rakete wird entsprechend viel höher fliegen. Blöderweise können wir nicht die ganze Rakete voller Wasser füllen, denn dann passt keine Luft mehr rein. Diese Luft ist praktisch so eine Art Treibsatz, um das Wasser rauszutreiben. Jetzt gibt es eine Frage. Also, Fragen haben wir geklärt, auch insofern, man könnte ja auch Mentos und Cola hier reinfüllen. Stimmt. Bloß unsere Rakete hat leider kein Ventil, was wir so starten können, dass wir sagen, jetzt, sondern hier haben wir einen Stopfen drin und wenn der Druck zu hoch ist, dann fliegt der Stopfen raus und dann geht die Rakete los. Das ist unsere Rakete. Die ist also ein bisschen einfach dafür. Aber trotzdem, ihr werdet staunen, wie weit so ein Biest fliegt. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir mal ein bisschen changeln. Und zwar, der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Das hat man gemerkt hier. Also, muss schnell weggestoßen werden, das ist das Thema Geschwindigkeit. Und massereich, das ist M. Es gibt noch was. Und zwar, das werde ich jetzt noch mal ganz kurz zeigen.
in der Praxis. So, wir haben eben Folgendes gemacht. Ich habe hier einen Schüler aufgesetzt und habe ihn mit ganz wenig Kraft, ich zeige das mal als ganz kleinen Pfeil, mit ganz wenig Kraft eine gewisse Zeit lang geschoben und er bewegte sich dann so und rollte mit seinem Rollstuhl da weiter, also mit diesem rollenden Stuhl meine ich, nicht Rollstuhl. Dann habe ich was anderes gemacht, dann habe ich eine ganz große Kraft auf ihn einwirken lassen, aber nur ganz kurz und er war genauso schnell. Daraus folgt noch eine andere Formel und die heißt, der Impuls ist Kraft und dann mal Zeit. Nanu, was denn nun? M mal V oder F mal T? Jetzt müssen wir mal schnell überlegen. Jetzt brauchen wir einige Vorüberlegungen. Wir müssen nochmal auf das Thema Kraft eingehen. Ich habe deswegen hier eine extra Seite.